Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen neuen Card Duplication Glitch zeigen. Leider ist der Card Duplication Glitch nicht solo, das heißt ihr benötigt auf jeden Fall die Hilfe von einem Freund. Dafür benötigt ihr aber kein persönliches Kennzeichen. Das heißt, alle Kopien, die ihr erstellt, das werden alles saubere Kopien. Ebenso benötigt ihr noch einen weiteren Freund. Ansonsten, wenn ihr keinen weiteren Freund habt, könnt ihr auch einfach den Bot benutzen. Für die PlayStation 4 ist das Anabak 2P4 und für die PlayStation 5 ist das Anabak 2P5. Ebenso benötigt ihr noch einen Nachtclub. Im Nachtclub braucht ihr entweder ein Fahrzeug in der B1-Garage, das heißt in der Lieferfahrzeuggarage, oder wenn ihr dort kein Fahrzeug habt, dann könnt ihr auch die Terabyte aus der Terabyte-Garage benutzen. Das geht auch. Ebenso benötigt ihr noch die Arena-Werkstatt. In der Arena-Werkstatt muss sich das Auto befinden, was ihr duplizieren wollt. Einfach ein Winnie Easy, komplett aufgetunt. Und ja, ebenso benötigt ihr dann halt noch ein paar Elegies in irgendwelchen Garagen. So viele Elegies, ja, so viele Kopien, wie ihr halt euch duplizieren wollt. Und ja, dann würde ich sagen, dann lasst uns auch schon direkt losstarten. Begebt euch einfach mit eurem Freund zum Casino. Fordert euch einfach irgendein Auto an aus irgendeiner Garage. Das Auto, das geht auch nicht verloren. So, wir steigen einmal mit unserem Freund ein und fahren einmal in die Parkhausgarage rein. So, dort in der Parkhausgarage angekommen, öffnen wir das Interaktionsmenü. Da gehen wir auf Fahrzeuge. Einmal Fahrzeugzugang auf Beifahrer stellen, so dass unser Freund auf der Beifahrerseite sitzt. Unser Freund bleibt jetzt einfach die ganze Zeit im Auto sitzen. Und ja, mehr muss der Freund auch nicht machen. Wir begeben uns jetzt als nächstes zum Nachtclub. Ja, entweder könnt ihr euch jetzt fortbewegen mit einem Helikopter oder mit einem NPC-Auto oder ihr macht den Job-Teleport, so wie ich es jetzt mache. Dann einfach den Bot benutzen, wie gesagt für die PlayStation 4 Anabak 2P4, für die PlayStation 5 Anabak 2P5. So, die erste Meldung, die jetzt kommt, nehmen wir an, die zweite Meldung lehnen wir ab. Wir geben uns dann zum Nachtclub und ja, wie gesagt, dort könnt ihr euch aussuchen, entweder ihr benutzt die Terabyte-Garage oder ihr benutzt Untergeschoss 1. Das ist euch überlassen. Ich benutze Untergeschoss 1, einfach die Lieferfahrzeuggarage. Und dort könnt ihr euch auch irgendein Fahrzeug aussuchen. Welches Fahrzeug ist auch völlig egal. Wir steigen einmal ein, drücken Steuerkreuz nach rechts. Dann sind wir gefreezed, drücken einmal auf Options, dann nochmal auf Options. Dann sind wir wieder entfreezed, steigen aus dem Auto aus und teleportieren uns als nächstes zur Arena. Das heißt, wir suchen uns wieder einen Job raus, der sich da in der Nähe von der Arena befindet. Wenn ihr keine blauen Markierungen nicht habt, dann müsst ihr einmal das Interaktionsmenü öffnen, dann geht ihr auf Markierungsoptionen, dann geht ihr auf Jobs und dort müsst ihr dann die Jobs alle auf Anzeigen einstellen. So, dann einfach wieder den Bot benutzen, einfach beitreten. Die erste Meldung, die jetzt kommt, nehmen wir dann wieder an. Die zweite Meldung lehnen wir ab und begeben uns dann zur Arena-Werkstatt. Dort in der Arena-Werkstatt angekommen, steigen wir einfach in das Auto ein, was wir duplizieren wollen. Einmal einsteigen, Steuerkreuz nach rechts drücken. Dort irgendwas Günstiges am Fahrzeug ändern. Dann drücken wir auf Kreis, die Arena einmal verlassen. Ja, draußen angekommen, öffnen wir das Interaktionsmenü, dann gehen wir auf Sonderfahrzeuge, fordern einmal unsere MOC an. Wir brauchen natürlich auch eine MOC, habe ich ganz vergessen am Anfang zu sagen. Wir rufen dann einmal jetzt den Mechaniker an, bestellen uns das Auto, was wir nicht mehr brauchen. Einfach einen kostenlosen Elegy. Ich müsste noch irgendwo hier eine Spielhalle, müsste noch einen haben. So, einfach das Auto anfordern. Haben wir das Auto angefordert, können wir dann jetzt unserem Freund Bescheid sagen, dass der aus dem Auto aussteigen kann. Und wenn der Freund aus dem Auto aussteigt, werdet ihr sehen, dass sich dann nun das Kennzeichen ändert. Das heißt, ihr habt dann auch saubere Kopien. Und ja, als nächstes begeben wir uns dann zur MOC. Einfach hinten reinfahren. Und schon ist das Auto abgespeichert. Ja, wenn ihr jetzt die nächste Kopie machen wollt, dann müsst ihr einfach die gleichen Schritte wiederholen. Einfach wieder beim Casino starten, mit dem Freund ins Parkhaus reinfahren. Und ja, wie gesagt, die gleichen Schritte wiederholen. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.